Sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz des Spiels HBW Balingen-Waldstätten gegen den TuS N Lübbecke, Endstand 25:24. Ich darf zuerst den Gast vorstellen, Trainer von Lübbecke, Markus Bauer, und von Seiten des HBW anwesend Dr. Rolf Brack, der Trainer, und Bernd Karrer, der Geschäftsführer. Das erste Wort gebührt dem Gast. Herr Bauer, Sie haben in der zweiten Halbzeit teilweise eine doppelte Überzahl gehabt. War das der Knackpunkt im Spiel, warum es am Ende dann nicht ganz gereicht hat, weil Sie kein Kapital daraus schlagen konnten? Ja, als allererstes mal einen schönen guten Abend und Glückwunsch an Rolf und seine Truppe. Wenn man mit einem Tor verliert, dann können wir jetzt jede Aktion auseinandernehmen und suchen, woran es gelegen hat. Natürlich, wenn man bei 6 gegen 4 kein Tor macht, dann ist das nicht gut. Aber dass das jetzt ausschlaggebend war, wir sind dann trotz oder nach dieser 6 gegen 4 Überzahl mit 4 Toren zurückgelegen und sind ins Spiel zurückgekommen und haben bei 24-24 den Ball und haben davor eigentlich in der Phase, als wir wieder rangekommen sind, mit sehr viel Geduld und die richtigen Mittel gefunden und haben in diesem Angriff dann gemeint, wir müssten jetzt was machen, was wir das ganze Spiel noch nicht gemacht haben, nämlich dass der Linksaußen Sperre absetzen im Kreis spielt. Also das haben wir, seit ich da bin, noch nicht einmal trainiert, zumindest nicht, wenn einer der Linksaußen da steht. Und wir haben es gemacht. Das ist für mich der Knackpunkt gewesen in der Phase, dass wir da davon weggegangen sind, was vorher gut war. Und dass es überhaupt so weit gekommen ist, spricht, denke ich, in der ersten Halbzeit für Pule, der in der Phase wirklich viele wichtige Bälle gehalten hat und uns so ein bisschen an uns zweifeln ließ. Wir haben gute Chancen rausgespielt, haben dann auch aber frei. Also frei heißt für mich, wenn Vukovic von 8,5 Meter mit Schwung kommt, das ist für mich frei. Und die hat er alle genommen, aber hat gute Wurfanalyse gemacht für die rechte Seite, wobei ich schon am ersten Wurf zu ihm gesagt hatte, er soll mal vielleicht auf die andere Seite probieren. Hat er dann tatsächlich nach 40 Minuten gemacht, da war auch drin. Das sind solche Dinge, die Mannschaft dann vergisst. Und das ärgert mich. Vor allen Dingen ärgert mich, dass wir so grundlegende Dinge vermissen haben lassen, sprich in der Abwehr beweglich zu agieren und die Leute festzumachen. Auch wenn vielleicht ein Benjamin Hert und ein Felix König nicht die Größten sind, muss man die trotzdem ernst nehmen, sprich auch bei 9 Meter attackieren, weil in der Liga sind alle Rückraumspieler in der Lage, wenn sie mit Schwung kommen, von 9 Meter Tore zu machen. Und das wussten wir, aber man hat eben des Öfteren mal ausprobiert und sie schießen lassen, was nicht so gut war. Nein, es ist Glückwunsch nochmal an HBW. Rolf wird ja sagen, der Sieg war enorm wichtig für ihn. Wobei ich, seit ich HBW in der Liga kenne, wird bis Februar immer davon gesprochen oder März, wir brauchen Punkte gegen Abstieg, obwohl von vornherein klar ist, dass die HBW nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und so ist auch dieses Jahr. Danke. Vielen Dank, Markus Bauer. Herr Brack, Glückwunsch zum Sieg. Markus Bauer hat es gerade eben schon angesprochen. Der HBW hat in der zweiten Halbzeit teilweise schon mit 4 Toren geführt. Warum ist es am Ende doch nochmal so knapp geworden? Gut, ich fange auch ein bisschen grundsätzlich an, greife das von Markus auf. Also A, fasse ich das als Kompliment auf, was er im zweiten Teil seines letzten Statements oder Ende seines Statements gesagt hat. Wir haben zu Lübeck schon mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis. Wir sehen uns immer jährlich im Trainingslager, sind da 8 Tage zusammen, tauschen uns schön gut aus. Und das ist immer dann nicht so einfach, zu einer Mannschaft, die man mag, zu einem Trainer, den man mag, vielleicht diese Gier und diese Aggressivität aufzubauen. Das ist uns aber heute sehr, sehr gut gelungen. Wir haben bei diesem 22-18, um das aufzugreifen, dann schon gewackelt, hatten dann in Unterzahl den Mut, mal aufs Tor zu schießen, haben dann zweimal Stürmerfoul oder technische Fehler gemacht und dann war Lübbecke in der Endphase auf die 3-2-1, sowohl auf die 5-1 im zweiten Teil, wo die 5-1 kam, das hat ein bisschen gedauert, dann haben sich immer besser darauf eingestellt, auch die 3-2-1 wurde dann systematisch nach Plan von Markus sicherlich sehr, sehr gut ausgespielt und ich denke, wichtig war das dann, wo diese Endphase kam, dass Wilke natürlich den 7 Meter reinmacht, wenn man vorher schon 3 verschießt, ist das nicht unbedingt so selbstverständlich.
Und dann, wo die Auszeit kam, war sicherlich bei allen so ein bisschen das vom letzten Jahr in Erinnerung, wo, glaube ich, noch weniger Zeit war. Und ich denke, dass da schon richtig war, weil das mit dem siebten Feldspieler dann die Variante kommt, war zu erwarten. Auch wenn das auch sehr gut versteckt war, dass man es eigentlich gar nicht so richtig zu 100% sehen konnte. Aber ihr habt dann die 5-1-Deckung gestellt und da hat Wilger aus meiner Sicht sowohl diesen Übergang von außen wie auch diesen Pass zum siebten Feldspieler, der an der Linie kam, hat er so agiert, dass eben der Pass dann glücklicherweise ins Aus ging. Aber ähnlich wie das letztes Jahr war es unglaublich eng. Und heute hatten wir wirklich dann das glückliche Ende für uns und hatten, wie schon gesagt, ein super Torwart in der ersten Halbzeit. Man sieht das dann doch, zweite Halbzeit dann, bei ihm die Quote dann deutlich nach unten ging, was normal ist. Ich bin auch der Meinung, dass ein guter Torwart eben auch nicht unbedingt für 60 Minuten diese Power und diese Konzentration hat. Das hat man dann auch gesehen. Wir hatten das Handicap Ausfall Schlinger, Ausfall Zima schon beim Aufwärmen, also zu Beginn vom Aufwärmen, konnten dann leider keinen Torwart nachtragen, sodass für Pule dann eine unglaubliche Drucksituation entstanden ist. Und dass er die gemeistert hat, das bringt ihn mit Sicherheit nochmal ein Stück weiter, weil er war dann schon der Vater des Erfolgs, das muss man ganz klar sagen, auch wenn man die zweite Halbzeit das immer so markant von ihm gelebt haben. Und dann Ausfall Sauer nach einer Viertelstunde, der letztes Jahr hier gegen Lübeck ein 6-Tore-Spiel gemacht hat, gegen Loke. Die waren aber richtig gut. Ich habe es heute Mittag sogar nochmal angeguckt. Das waren alle so schöne hohe Aufsätze, wie im Lehrbuch. Aber es gelingt uns immer wieder doch mit unserer Deckung, uns auf Loke sehr gut einzustellen. Er hat heute nur ein Tor gemacht. Und das war einfach von der Verteidigung her mit Torwart so die Basics gelegt haben. Und das Entscheidende ist sicherlich, wenn man sagt, wenn man auf einen Punkt reduziert, haben wir 11 Kontertore gemacht bei 14 Versuchen. Lübecker bei 12 Versuchen 7. Und ich denke, diese für uns sensationell gute Konterquote mit 11-3 war entscheidend, weil wir uns im stehenden Angriff dann schon phasenweise sehr, sehr schwer getan haben. Und deswegen, um das auch wieder aufzugreifen, war das jetzt der Auftakt von so einer englischen Woche bis Ende Dezember, wo wir noch 7 Spiele vor uns haben, wo wir mit 7 Punkten oder mit, wenn wir heute verloren hätten, dann mit 7 Punkten ganz nah dran gewesen wären oder schon punktgleich mit dem Abstiegsplatz. Und auch Lübeck wäre natürlich mit dem Sieg heute mit 14-12 so eher Richtung vordere Tabellenhälfte marschiert. Die haben eine sehr gute Form gerade, wie wir gegen Rhein-Neckar-Löwen gesehen haben, haben alle Spieler auch an Bord. Und von daher war das schon ein unglaublicher Big Point für uns. Und um das auch noch aufzugreifen, ich bin auch nach dem Spiel heute optimistisch, dass wir es irgendwie wieder hinkriegen können. Vielen Dank, Herr Brack. Herr Karrer, erneut ein Sieg in der Hölle Süd in Balingen. Wie haben Sie das Spiel von außen erlebt? Sicherlich um einige Jahre älter. Ich wäre froh, ich hätte die Gelassenheit von Markus. Und wir wissen jetzt schon, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich sehe das anders genauso. Wie auch Rolf, wird schon eine enge Kiste, weil die Mannschaften, die unter uns stehen und teilweise knapp über uns, nicht locker lassen und die nächsten Wochen sehr, sehr wichtig sind. Die Ausfälle sind natürlich eklatant oder waren eklatant. Auf der anderen Seite konnten wir sie einigermaßen vernünftig kompensieren. Man sieht, Benny Hert, 7 Tore heute. Die letzten Wochen waren für ihn nicht ganz so einfach. Vielleicht läuft es auf die Ende des Jahres jetzt so, wie wir das gerne hätten. Knapper Sieg, bin voll zufrieden. Die Zuschauerresonanz war auch gut. Also von dem her, hervorragender Abend für uns. Vielen Dank. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an die Verantwortlichen? Es ist offensichtlich eine Prellung im Wirbelsäulenbereich. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das irgendwas in dem Bereich Knöchern oder am passiven Bewegungsapparat ist und dass es eher dann eine muskuläre Geschichte hoffentlich ist. Und er hat jetzt in den knapp 8 Jahren, wo er bei uns spielt, glaube ich, bei einem Spiel gefehlt. Und ich gehe mal davon aus, dass er nächste Woche hoffentlich wieder dabei ist. Bei Zima müssen wir genau aufpassen, dass da jetzt mit so einer Zerrung, das nicht uns passiert wie bei Schlinger, dass aus einer Zerrung ein Faserriss wird. Weil die Dauer kann natürlich mit einem Torwart, können wir das nicht, denke ich, hinkriegen, was wir hinkriegen müssen in den nächsten Wochen. Gibt es weitere Fragen noch? Wenn dem nicht so ist, hätte ich noch ein Endergebnis. Hannover gegen Hüttenberg trennt sich 30-30 unentschieden. Und der letzte Stand, eine Viertelstunde vor Schluss zwischen Melsungen und Wetzlar, war 25-23. Und damit würde ich die Pressekonferenz für beendet erklären. Dankeschön.